Abwehrspieler Felipe Luis möchte Europa League-Gewinner Atletico Madrid in diesem Sommer verlassen. Den Linksverteidiger zieht es zu Ligue-1 Meister Paris Saint-Germain und die AS berichtet, dass Luis die Verantwortlichen in Madrid von seinem Wechselwunsch unterrichtet hat. Erlebe La Liga live und auf Abruf auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Die Gespräche zwischen Luis und PSG laufen bereits seit einiger Zeit. Der 33-Jährige soll in Paris die Nachfolge des abgewanderten Youri Berchiche antreten. Ein erstes Angebot über 5 Millionen Euro Ablöse habe Atleti allerdings abgelehnt. Atletico Madrid, loses Interesse an Marvin Plattenhardt von Hertha BSC. Die Royer Blancos möchten Luis halten und den 2019 auslaufenden Vertrag des Routiniers nach Möglichkeit sogar verlängern. Verhandlungen darüber verliefen allerdings gemäß eines Berichts von Cadena Ser nicht erfolgreich. Zudem hat der 35-malige brasilianische Nationalspieler seinen Stammplatz auf dem linken Flügel unter Trainer Diego Simeone an Weltmeister Lucas Hernandez verloren. Luis spielt mit einer einjährigen Unterbrechung. Die Saison 2014-15 verbrachte er beim FC Chelsea, seit 2010 bei Atletico. Er gewann mit dem Club unter anderem die spanische Meisterschaft und zweimal die Europa League. Die festgeschriebene Ablöse in seinem laufenden Vertrag beträgt 30 Millionen Euro. Für den Fall eines Abgangs von Luis hält Atletico derweil die Augen offen und soll in der Bundesliga fündig geworden sein. Gemäß Süddeutscher Zeitung ist Herthas Marvin Plattenhardt dabei ein Kandidat in der spanischen Hauptstadt. Konkret soll das Interesse allerdings noch nicht sein. Die AS berichtet derweil, auch der Name von Chelseas Marcos Alonso stehe im Notizbuch der Madrilenen. Punkt. Mehr zu PSG und Atletico Madrid.